Hallo und herzlich willkommen YouTube. Hallo Freunde, hier ist wieder Chilled Frank mit einer neuen Ausgabe von Let's Play Sim City. Mittlerweile sind wir im vierten Teil. Starten also auch gleich los und schauen mal, was wir heute bewirken können. Der letzte Teil, das war ja sozusagen Gas, Wasser, Scheiße. Dieser Teil bereitet mir auch ein bisschen Kopfschmerzen. Ich bin noch nicht so ganz zufrieden mit dem Straßenbau. Da sind noch einige Sachen offen. Und wir wissen, dass jetzt diese Sachen kommen mit Feuerwehr und Polizei und was war das? Abfall kommt sicherlich auch relativ bald. Und wie ich das einteilen soll, da bin ich mir noch gar nicht so ganz sicher. Da bin ich noch ein bisschen unglücklich. Warum, zeige ich euch gleich. Eine Sache, da wollte ich auf jeden Fall Abbitte für leisten. Ich habe ja beim letzten Mal so süffisant gesagt, ja, das Upgrade Nummer 5 ist da. Ja, und es gab da bei ein, zwei Leuten so ein bisschen Diskussion darüber, dass man das Spiel nicht starten kann oder so. Und habe dann gesagt, ja, das sind leider bedauerliche Einzelschicksale. So wie ich jetzt im EA-Forum lesen konnte, ist das überhaupt nicht wahr. Das sind zwar jetzt Gott sei Dank nicht die Mehrzahl der Spieler, die darunter leiden, aber alles andere mehr als Einzelschicksale. Denn das scheint tatsächlich als Phänomen weit verbreiteter zu sein, als man sich das so vorstellen kann. Und insofern nehme ich das zurück mit den Einzelschicksalen. Solltet ihr also betroffen sein, sorry, dann beklagt ihr das mit Recht. So, das vorab geschickt. Jetzt sind wir in unserer Stadt. Wie gesagt, wir haben also hier unser Hauptwohngebiet bisher. Also alles, was hier, ich sage jetzt aber dazu, südlich der Autobahntangente ist, soll ja Wohngebiet werden. Hier haben wir aber auch ein Wohngebiet gemischt mit Gewerbegebiet und einem kleinen Industriegebiet. Hier geht es also weiter mit den Straßen. Und wir sehen, die Bewohner verlangen schon Krankenhaus, aber das können wir auf jeden Fall noch ein bisschen zurückstellen. Das ist jetzt sehr optimistisch. Jetzt gibt es noch kein Krankenhaus. Straßenbau. Ab ins Straßenbautool. Wie immer natürlich mittlere Dichte, damit man das später weiter ausbauen kann. Ah, stopp, halt. So, wir sollten ja für den Straßenbau jetzt im Moment genug Einnahmen haben. Boah, ich mag das eigentlich gar nicht, wenn das so krumm und schief ist. Das, bricht mir auch irgendwo das Herz. Das denn so richtig? So. Okay. Dann haben wir hier schon mal die erste Querstraße. Das ist blöd. Ich hasse es. Ich hasse solche Städte, die nicht eindeutig zuzuordnen sind. Guckt euch doch mal das an. Das ist doch nicht normal. Bah. So. Und wieder das gleiche Problem. Absolut krumm und windschief das Ganze.
Und zwar von dieser Straße ausgehend. Ich verstehe das nicht. Oder wir erklären das als Prinzip und sagen, ja, wir wollen ja gar nicht immer nur diese ganz geraden Straßen haben. Das Ganze muss auch ein bisschen natürlich gewachsen aussehen. Ja, sicher. Ja. Ja. Kriegen wir hier noch eine ganz kleine Verlängerung dran? So. Boah, das ist hässlich. Aber vielleicht auch egal. Was ist jetzt da unten? Parks, ja, ja, nee, Freunde, Freunde, die kosten Geld, die Parks. Woher soll ich, armer Bürgermeister, die nehmen? Ha, nee, nee, nee. So, jetzt gehen wir über zu den, zur Bebauung. So könnte ich mir das vorstellen. So könnte ich mir das vorstellen. Wir brauchen natürlich auch ein bisschen Gewerbe. Als Ausgleich dazu. So. Und hier. Und wie machen wir das hier? Auch Gewerbe. So, und dann ist aber Schluss. Dann ist aber definitiv Feierabend. Und wir geben mal kurz Gas, damit er auch gebaut werden kann. So. Hier musste doch auch was planiert werden. Genau. Haben wir. Oh. Da muss aber schnell Hand angelegt werden. So, das war's. Soweit so schön. Ja, Feuerwehr ist mit Sicherheit das nächste, was gefordert wird. Und wir haben bei der Verwaltung was? Upgrade verfügbar. Jawohl. Das nächste dann bei 15.000. Okay. Das wird natürlich noch ein bisschen dauern. Ja, und jetzt geht eben das los, was ich schon sagte. Da, wo ich mir eben einfach auch so ein bisschen Sorgen mache. Die Feuerwehr. Sollen wir die hier in das reine Wohngebiet reinsetzen? Oder sollen wir die hier unten reinsetzen? Weil ja auch die Industrie
gerne zum Brennen neigt, wie wir das jetzt gerade sehen. Und von daher könnten wir das Risiko eingehen, die Feuerwehr hier zu bauen. Und zu hoffen, dass die Wohngebiete oben nicht allzu häufig von einem Brand betroffen sind. Ja, ist es vielleicht tatsächlich die bessere Idee, die Feuerwehr hier oben hinzutun? So. Ja. Ja, ja. Es geschehe. Das ist, glaube ich, schon ganz gut so der Platz. Wir wollen natürlich ein Fähnchen stellen und das Schild ist ganz, ganz wichtig. Wir brauchen natürlich die Garage und obendrauf den Turm. Sollen wir zwei uns leisten? Okay, komm. Wir lassen es richtig krachen und bauen gleich zwei Garagen. Ja, 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 ja. Okay, das wird sich demnächst geben. Hier wird es bald keine Trümmer mehr geben. So, gerade im schönen Gewerbegebiet. Das darf natürlich auf keinen Fall sein. Na komm. Nicht genug Arbeiter. Ja, das werden wir noch überprüfen. Ach, und hier. Hier sind wir auch ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden. Zack. 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 So. Dafür haben wir jetzt die Feuerwehr. Okay. Jetzt nehme ich mal wieder ein bisschen die Geschwindigkeit raus, um zu überprüfen, wie sieht es aus mit Strom? Deutlicher Überschuss. Wasser ist okay. Scheiße ist okay. Müll. Okay. Müll, das wussten wir, war das nächste. Und jetzt. Wo sollen wir Müll hin tun? Sollen wir das noch hier hin machen? Wir haben irgendwann ja die Möglichkeit, eine Kläranlage zu bauen. Und hier wird das da. Schade ist nur, dass hier Wasser ist, ne? Wenn ich das richtig sehe.
Ja, das ist schönes Wassergebiet. Ah, wir haben ja genug Wasser. Recyclinganlage, Moment, die fehlt hier auch noch. Ich hoffe, wir kriegen das ausreichend hier hin. Man müsste hier, also am liebsten würde ich die Müllgeschichte noch hier hin tun. Ja, dann hätten wir auf jeden Fall links noch genug Platz für die Kläranlage, die da irgendwann hinkommt. Und rechts kommt eine ganze Batterie, natürlich noch von Turbinen. Da. Da soll sie hin. Das ist okay. Und wie ging das denn noch mit dem Weg? Das konnten wir doch. Okay. Dann brauchen wir auf jeden Fall bauen wir mal zwei Garagen an. Und wir wollen ja auch verbrennen. Machen wir hier auf der Seite erst. Okay, dann haben wir eine komplette Müllversorgung. Das ist okay soweit. Ja, prima. Ich denke mal, das dürfte funktionieren. Hier die Kläranlage in einem späteren Zustand. Hier noch weitere Turbinen. Hier haben wir noch ein ganz klein bisschen über. Ja. Und irgendwann, falls wir das jetzt dann noch hinkriegen. Oh. Ich glaube, das ist doch zu knapp für das Recyclingzentrum. Naja, aber dann hätten wir hier, könnten wir das hinmachen. So. Wie geht's jetzt unserer Feuerwehr? Okay. Das heißt, Zwischenstand. Wir haben die Müllentsorgung und die Feuerwehr schon dazu gepackt. Ich denke also mal, Polizei und Gesundheit wird, also Klinik, wird das nächste größere Thema sein. Wir sind hier aber noch gut im Verdienst. Ja, 77 Sympathierate ist auch okay. Ich würde sagen, die Stadt ist auf einem guten Weg. Sobald wir weitere Steuereinnahmen haben, haben wir hier noch ein paar Wohngebiete, die wir ausweisen können. Ich würde mal sagen, das tun wir auch schon mal, weil im Moment wirklich alles im Gleichgewicht ist, was die wirklich wichtigen Dinge angeht. Was ist denn mit dem Müll?
Halt, stopp. Da wollen wir doch mal schauen, ob wir jetzt dem Müll nicht noch den letzten Kick geben können. Damit wir ganz genau wissen, dass das alles in Ordnung geht. Da. Es geht los. Prima. So muss das sein. Ja, dann würde ich sagen, haben wir unsere Aufgaben prima erfüllt heute. Das soll für heute lang. Ich freue mich auf das nächste Mal mit euch. Bis dahin, macht's gut, passt auf euch auf. Tschüss, chillt Frank.